Salut. Ma, ich werde mal einen kleinen Test, wie sich löse wie ein Schweizer mit verschiedenen Erbsen so am Alltag mit einem Victorinox mit plus minus die gleiche Ausstattung schlägt. Fängt an mit der Hauptsache. Am Hauptgerät, am Hauptwerkzeug, am enger Kling. Den Papayaschneidtest. Das geht, ob schon, dass es all da am Gebrauch ist, aber wirklich auch Sachen schneidet, die nicht dafür sind, wo Glasfaserverstärkungen dran sind, wird dann auch geschnitten. Datei hast du. Funkelnei, Hautriese ausgepackt, dann habe ich gemerkt, ja, dass für Papaya möchten das wirklich von der Bär. Also, du hast wirklich keinen Zweifel, denn das wisst ihr, schneit Papaya gut. Also, seitdem schneiden, was kein Problem, man denkt, ist wissen. Guck mal, wie lange das ist. Was sind ja acht Lieder? Fangen wir an. Mom. Victorinox. Wie gesagt, kein Problem. Wie ein Messer wird all der am Gebrauch ist und noch ein gut schärft wird. In der neuen Schweizer möchte ich auch von der Bär wie durch die Lieder kommen. Gucken wir mal, wie das mit der Erl. Hier haben wir dann den Riemen. Das ist sich aus der hier geholt ging, wie der Mai, was ein bisschen ein Manöver wären, an dem Riemen zu weit, wie ein Lach beizumachen. Gucken wir mal, also das geht von der Bär durch. Bisschen ausgemacht, bisschen gedrängt. Wie gesagt, hier kriegt ihr los schon den neuen Riemen, den Lach durch. Gucken wir mal, der vom Swisser, die fehlt sich. Den nächsten mal Block wird steckt mehr scharf und oder mehr spatz und wie die von Victorinox. Mehr schmirken, ich brauche mehr Kraft Pfand, wie durchzukommen. Ob schon, dass sie sich mehr scharf aufhält, muss ich mehr Kraft aufwenden, wie durchzukommen. Der Mischloch zwar Domi, du hast die für Victorinox, aber wirklich am Viertel. Da ziehen wir mal die zwei echt. Stecker Geschirr, die ich ausprobiert tun. Ich gucke an nächste Zeit höre ich das ein bisschen mal, ob der bist. Und dann gucke ich mal, wie das sich dann schlägt.
Okay, merci. Ciao.